Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer Folge aus meiner Testwelt. Und ich möchte mich wieder mit Details beschäftigen. Das habe ich ja schon in einer Folge gemacht und war mit dem Resultat auch sehr zufrieden. Und heute möchte ich mich ja einem sehr gängigen Beruf hier widmen, beziehungsweise auch hier einem Gebäude, was man eigentlich immer so in seinen Dörfern und Städten baut. Das ist nämlich der Steinbruch. Da setzt man ja meistens irgendwie so ein Haus hin, was dann so, was weiß ich, das Büro des Vorstehers ist oder wo man ein paar Kisten reinstellt, um ja zu kaschieren, dass man hier unterirdisch irgendwie seine Steine besorgt. Und ich möchte jetzt mal zeigen, wie man das Ganze so ein bisschen schöner in das Gesamtkonstrukt der Stadt einbauen kann, sodass es auch lebendig aussieht, sodass man sich vorstellen kann, da arbeiten Menschen dran. Denn so, das ist einfach wieder nicht schön, das ist einfach nur eine Hütte, die da steht und ja, ist dann hier der Zugang zur Höhle. Und ich habe da nochmal was vorbereitet, nämlich auf der anderen Seite, wie ein Steinbruch sonst noch aussehen kann. Ja, ist im Prinzip hier wieder vollkommen das Gleiche. Es geht ja nur darum, dass wir da hinten irgendwo in den Tiefen nach Diamanten suchen und tun und machen. Aber hier sind einfach so ein paar Details noch mit versteckt. Ja, wir haben hier diese Krananlage. Da wird auch gerade Stein abtransportiert. Hier läuft die Minenbahn, die hier vollkommen sinnlos ist. Also das sind einfach nur gelegte Schienen. Das ist gar keine Strecke, die funktionieren würde. Und wenn nur einmal in eine Richtung, nämlich abwärts. Es sieht dann aber einfach authentischer aus. Man kann sich dann vorstellen, dass dann hier die Erze da hochtransportiert werden, dann hier unten ankommen, in so einem Art ja, Lagergewölbe. Hier ist dann der Zugang zum, was weiß ich, Büro oder sonst wie. Hier sieht man, wie sich nach unten gegraben wurde. Hier sind überall Leitern und da ist auch hier so ein, ja, nicht Podest, mir fällt das Wort nicht ein, Gerüst. Da haben wir es doch. Und hier die Waren werden dann hier aufgeladen. Das ist so ein Kran, der dann hier so rübergefahren werden kann. Und hier kann man dann sogar auch ja, Loren beladen und das in die fernen Lande schippern. Dass das alles nicht angeschlossen ist, ist ja vollkommen wurscht. Es geht ja nur um das Prinzip. Und hier hinten, da lagern hier die Explosionsstoffe, also das TNT. Gut, das Einzige, was ich hier ein bisschen gecheatet habe, ist der Creeper-Kopf. Den werdet ihr nicht haben, also macht das auch mal weg. Denn ich möchte ja hier Sachen zeigen, die man auch im Survival hinkriegen kann. Ja, und schon hat man hier so eine kleine, ja, Einheit geschaffen, die irgendwie stimmig zusammengehört und genau dasselbe, ja, bewirkt, was dieses Konstrukt hier auch tut, nämlich nur seinen eigenen Höhleneingang irgendwie schön kaschieren, wenn er halt irgendwo in der Stadt liegt oder in Stadtnähe. Man kann das Ganze jetzt sogar noch ein bisschen auf die Spitze treiben, wenn man sich überlegt, ja, wer braucht denn eigentlich so Steine? Und dann nehmen wir doch einfach hier einen Steinmetz dazu. Der ist auch schnell gebaut. Ich gebe zu, dass dieser bemooste Bruchstein irgendwie bei mir ein bisschen sehr ätzend grün aussieht, weil das ist hier eine Bauidee, die ich mir anderswo geholt habe, also auch der Steinbruch. Da sieht das einfach cooler aus, weil das Texturenpaket stimmiger ist, aber ich wollte es einfach mal so fortführen. Und auch hier wieder mit kleinen Mitteln, das ist einfach nur ein Haus und ein paar Öfen. Und hier lagern einfach verschiedene Gesteinsarten und das dann in Verbindung mit unserem Steinbruch dort hinten. Ja, das ergibt doch dann einfach schon eine schöne Einheit und man kann sich schon richtig das Dorf vorstellen, wie dann hier die ganzen Dorfbewohner mit der Axt, mit der Hacke in der Hand da irgendwo reinmarschieren und uns die Erze sammeln. Und es ist einfach schön und auch relativ einfach, denn hier ist nichts Wildes verbaut, Holz und Stein. Ja, so viel zum Thema Verschönerungen. Und ich habe auch noch was nachgebaut, das habt ihr jetzt vielleicht schon im Anschnitt gesehen und weil ich mir gedacht habe, es wird bestimmt sowieso gefragt werden. Ja, da gucken wir doch auch einfach mal nach. Und zwar habe ich ein bisschen geguckt, wie man auch so ein Netherportal schöner bauen kann und bin da auch auf einen auf YouTube gestoßen, der wunderschöne Gebäude baut, meiner Meinung nach. Leider wohl jetzt inaktiv ist, wenn ich das so richtig sehe. Aber der hat hier einen schönen, ja, Nether-Tempel gebaut mit dem Portal. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Das sieht auch sehr schick aus.
Und so kann man wirklich ein paar Sachen viel, viel mehr verschönern. Und ja, das könnte ich mir auch gut in Liliestein vorstellen, ne? So. Gefahr ist natürlich, wenn man Dorfbewohner hat, die können da auch durchgehen. Also vorhin, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, da ist ein Schaf reingerannt. Was auch immer es im Nether will. Ich weiß es nicht. Ein Netherschaf. Ja, das war's dann auch schon wieder mit hier unserer Detailfolge. Ich hoffe, ihr habt vielleicht ein paar Anregungen wieder gefunden oder könnt irgendwas da in eure Dörfer und Städte übernehmen. Und ich denke mal, wir werden uns auch wiedersehen zu sowas Ähnlichem. Das macht nämlich super viel Spaß, weil ich nämlich dabei auch selbst Bauideen aufschnappe, die ich dann verwenden kann. Wir werden uns auch bei Zeiten mal mit Schienen und wie man die gut einsetzen kann, ein bisschen näher beschäftigen. Denn man könnte das sogar hier so weit aufpimpen, dass man hier tatsächlich Waren transportieren und abladen kann automatisch. Das zeige ich dann aber in einem anderen Tutorial, denn das wäre wieder was mit Redstone-Schaltung und das passt jetzt hier nicht hin. Hier geht es jetzt ja nur um Optik. Von daher schenke ich mir das jetzt. Ich kann euch aber schon mal zeigen, in welche Richtung das in etwa gehen soll. Ich muss es nur finden. Ist ja alles unübersichtlich hier inzwischen. Ja, hier seht ihr noch wieder die vollautomatische Farm. Da habe ich jetzt vor ungefähr, wie lange bin ich jetzt hier schon unterwegs? Ich glaube so um die 2,5 Stunden oder so. Da hatte ich mal die Kisten geleert, um mal zu gucken. Das ist jetzt das Resultat. Es ist zwar nicht viel, aber ihr seht, hier gibt es sogar Brot. Vielleicht bauen wir die ja auch mal zusammen. Ihr könnt sie einfach mal schreiben, weil die ist ein bisschen aufwendig im Bau. Ob ihr das mal sehen wollt, wie das funktioniert. Ich meine, es ist eigentlich relativ logisch, denn ihr seht es schon. Nur vielleicht die Trichterlore, die muss mal erklärt werden. Aber wenn Bedarf besteht, dann zeige ich die auch. Und hier ist dann das, was ich euch dann näher zeigen möchte. Nämlich die halbautomatische Farm, bei der es diesmal hier keinen Wasserkanal gibt. Ich weiß, es ist sehr laut, ich fliege ein bisschen weg. Bei der es diesmal keinen Wasserkanal gibt, der dann eine Kiste befüllt, sondern hier mit einer Lore, die direkt das Zeug aberntet und mitnimmt. Kann ich ja noch schnell demonstrieren. Wir haben ja noch Zeit. Haben wir hier was drin? Ja, das nehme ich mal raus. Gut, ich habe es jetzt hier eigentlich nicht halbautomatisch gebaut, weil es ja nur ein Test ist. Also muss ich den Sand mal manuell wegkloppen. Die entlädt leider auch nur sehr langsam. Da bin ich einfach noch nicht drauf gestoßen, wie man das irgendwie sinnvoller macht. Ja, ich fliege schon weg. Ob das überhaupt geht. Aber ich denke, das Prinzip ist klar, dass diese hin und her pendelnde Trichterlore nicht nur die Waren hier einsammelt, sondern auch hier wieder abgibt. Und das Ganze ganz von alleine macht. Hier müssen wir gar nicht angreifen. Wenn die einmal angestoßen ist, dann fährt die ewig hin und her. Ist natürlich ein bisschen störend, denn ihr seht schon, ich habe mich jetzt hier in die Lüfte geflüchtet, weil die halt sehr laut ist. Aber vielleicht kann man das ja auch unterirdisch irgendwie schön verstecken. Jetzt gucken wir mal. Joa. Also die bringt immer zwei Sachen mit. Ja, also pro Trichter geht eine Ware raus, aber die ist halt so schnell wieder weg. Das hält nicht lange. Ja, das war jetzt auch wieder nur eine ganz kurze Folge. Das soll es dann auch jetzt tatsächlich wirklich gewesen sein. Und wir sehen uns dann wieder zur nächsten Bauidee oder zum nächsten Redstone-Tutorial, wie auch immer. Ach ja, und weil ich gefragt wurde, das hier ist so ein, ja, Test von mir, so eine Konzeptkunst, kann man auch sagen, wo ich mir Dinge überlege, was ich vielleicht noch für ein Bauprojekt machen kann. Und da habe ich einfach mal hier eine, ja, Sphäre gebaut, eine Kugel. Ist verdammt viel Arbeit und da braucht man eine Vorlage zu. Gibt es aber im Internet eine coole Seite. Wer da Interesse dran hat, schreibt es mir in die Kommentare. Da kann man nämlich eingeben, wie groß der Durchmesser sein soll und bekommt dann hier die einzelnen Schichten aufgezeigt, wie man sie zu bauen hat. Und das ist halt nach Vorlage, da muss man hochkonzentriert sein, denn einmal verbaut, man findet den Fehler nie wieder. So. Jetzt verabschiede ich mich zum dritten Mal, aber diesmal auch endgültig. Wir fliegen nochmal zurück zu unserem schönen Steinbruch und mit diesem,
ja, Gesamtanblick sage ich tschüss, macht's gut, bis nächstes Mal.